an der Saale, unser Musikantenstadion. Mit Wolfgang Lindner und seiner Band. Aus Kärnten das Nockalm-Quintett. Aus Bayern Angela und Willi Wiedl. Aus Tirol die Trachtengruppe Hauser. Aus dem Zillertal die Zellbergburm und ihre Freunde. Aus Sachsen Stefanie Hertel. Aus dem Zillertal die jungen Zellberger. Felice und der Männerchor Hof Moschdorf. Aus China Xi De Cheng und Chang Yiyun. Aus Einring in Bayern Thomas Berger mit seinem Ruperti Express. Aus der Steiermark Brunner und Brunner. Und aus Bayern die Musikkapelle Einring. Wir wünschen wie immer viel Vergnügen. Hallo, guten Abend, Servus, Abend, Servus, grüß euch, Servus. Guten Abend, auch da drüben, Servus, guten Abend. Ja, ich sag's ganz ehrlich, es tut gut. Ne? Und zwar nach rund 23 Wochen Stadl Sommerpause. 23 Wochen sage ich heute besonders herzlich guten Abend und Servus. Egal, wo Sie mit dabei sind, ob zu Hause, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in den Nachbarländern, in Übersee oder hier in Hof an der Saale, in der Freiheitshalle. Ihnen allen herzlich willkommen im Musikantenstadl. Sie wissen ja, liebe Zuschauer zu Hause in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, gibt es ja morgen viel, viel Spannung. Das beginnt ja schon am Nachmittag am Nürburgring mit dem Autorennen. Wird es der Schumi oder der Finne, der Häkkinen? Heute sind einmal die zwei Ferrari an der Spitze und der Häkkinen war dritter, aber nichts Genaues weiß man. Genauso wenig wie am Abend, da kommt die Entscheidung der Wahl. Also Spannung en masse. Wir wollen es dafür heute ein bisschen gemütlicher angehen. Wir hier im Stadl, wir wollen schöne Lieder hören, wir wollen sympathische Gäste sehen, wir wollen Stimmung haben. Und wenn man sich so vorstellt, wenn man das Ganze unter das Motto geben, 23 Wochen lag der Stadl blank. Jetzt zwingt er wieder. Gott sei Dank! Genau! Blumen aus den Bergen sende ich zu dir. Edelweiß und Almrausch grüßen dich von mir. Blumen aus den Bergen sollen dich erfreuen. Sagen dir, du sollst bald wieder bei. Denk ich an dich, an die schöne Zeit, als dein Urlaub war. Und ich freu mich schon auf das nächste Jahr. Manchen schönen Tag, manche schöne Nacht wollen wir glücklich sein. Doch auf Halt fällt mir was für dich ein.
Blumen aus den Bergen sende ich zu dir. Edelweiß und Almrausch grüßen dich von mir. Blumen aus den Bergen sollen dich erfreuen. Sagen wir, du sollst bald wieder bei mir sein. Ja. Blumen aus den Bergen sende ich zu dir. Edelweiß und Almrausch grüßen dich von mir. Blumen aus den Bergen sollen dich erfreuen. Sagen wir, du sollst bald wieder bei. Wir fühlen uns wohl bei Wien in Tirol, wo selber vom Rausch, der ist selber vom Ring. Denn alles andere ist hat keinen Sinn. A Schweizer Uhr mit in Taiwan und die Trachten, die gar keine sein. Ganz groß auf dem Plakat, a Jodelautomat. Mit einem Madel, die sind da früher. Dann komm ich drauf, sie ist leider abfuhr. Na, das ist nix für mich, denn ich brauch keine Kopie. Hurig und echt, ist uns grad recht. Wir fühlen uns wohl bei Wien in Tirol. Wo selber von drauf steht, ich selber von drin. Denn alles andere, das hat keinen Sinn. Mancher Balkon ist aus Silikon, manche Sänger, die singen Kanton. Der Christbaum voller Schnee ist nur aus PVC. Heut kloh'n wir a Schafel, morgen a Kur, übermorgen dann gleich den Bauern dazu. Na, das ist nix für mich, denn die will kein Kopie. Hurig und echt, ist uns grad recht. Wir fühlen uns wohl bei Wien in Tirol. Wohnt selber von drauf, steht ich selber von drin. Denn alles andere, das hat keinen Sinn. Hurig und echt, ist uns grad recht. Wir fühlen uns wohl bei Wien in Tirol. Wohnt selber von drauf, steht ich selber von drin. Denn alles andere, das hat keinen Sinn. Hurig und echt, ist uns grad recht. Wir fühlen uns wohl bei Wien in Tirol. Wohnt selber von drauf, steht ich selber von drin. Denn alles andere, das hat keinen Sinn. Denn alles andere, das hat keinen Sinn. Urig und echt, sowie unser Stadl, sind auch die Zellbergburen, die drei da, aus dem Zillertal in Tirol. Und dann haben sie nur zwei Salzburger dabei. Und das Bewundernswerte ist, wie der Schauer Joe seine Schreibmaschine behandelt. Also, muss ich ehrlich sagen, Burschen, macht wirklich einen Spaß. Ich darf euch den Fernsehwassel geben. Ihr seid aber eh schon Stammkunden. Ich werde sie schon, glaube ich, 5 oder 6 haben, ne? Ja. Ja, dann ist schon gut. Dankeschön. Der Applaus, der jetzt kommt, die Zellbergburen. Jawohl! Ja, ja. Bitte ums Wort. Auch diese Gruppe werden Sie schon oft bei uns erlebt haben. Es ist die Trachtengruppe Hauser aus St. Johann in Tirol. Und es ist halt ein Markenzeichen. Wenn die kommen, da geht's auf.
im wahrsten Sinne des Wortes. Und diesmal ist wirklich ein Fernsehwastel dabei. Darf ich dir denken? Also, danke für mal. Na, Ruth, schau, man muss ja das einmal zeigen. Ich meine, das ist eine Assistentin. Weißt du, wenn beim Molks Hirn auslässt und wenn man über 60 ist, kann das Hirn da passieren, dann hilft sie mir. Ruth, du schaust bezaubernd aus, das muss ich dir schon sagen. Ich darf dir, achso, nein, die darf ich nicht geben. Dein Applaus, Ruth. Danke. Echt und duftend sind auch diesmal wieder die Blumen unserer österreichischen Gärtner und Floristen. Und wenn ich nicht, mich alles nicht getäuscht habe, da sitzt der Karl Weich mit seinem Team. Er hat es gestaltet und ich glaube, so eine Blumenpracht sollte man belohnen. Und es heißt ja wirklich nicht umsonst, ob der Stadel im Osten oder im Westen. Die österreichischen Gärtner und Floristen, sie sind einfach die Besten. Never. Mein Gott, das ist wieder was. Sie sitzen so lieb da. Darf ich Ihnen einen kleinen Strauß geben aus dem Stadel von den österreichischen Gärtnern und Floristen? Guck mal, ein bisschen aufsteht, da müssen ja die Leute sehen. Never. Und jetzt die Blumen dazu und einen Riesenapplaus. Und ich hoffe, es macht Ihnen viel Freude. Ja? Danke. Also, Freunde, musikalisch packen wir es jetzt wieder mit... Oha. Oha, der hat recht, der Schuppen brennt. Es riecht. Der Karl Valentin hat gesagt, es stinkt. Es brandelt. Aber kein Problem, das haben wir alles sofort im... Jetzt wird es viel. Das wird jetzt gleich erledigt, denn der Thomas Berger mit seinem Einringer Roberti Feuerwehrexpress, der kommt jetzt rein, der wird löschen. Auf geht's!
dunklen Wolken sind vorbei. Und fühlt die Welt sich an, als würde sie untergehen. Dann lässt du halt mal ein Wunder geschehen. Und du jodelst alle Herzen frei. Ich hör dir so gern zu, denn keiner macht wie du uns alle glücklich. Du bist der super Typ und alle haben die lieb, so bist nur du. Es kann die Nacht so kalt und voller Sorgen sein. Du bringst Wärme in den Morgen rein. Wer die hört, der fühlt sich einfach gut. Man nur noch fröhlich sein. Du jodelst hier und da, du jodelst überall. Und ich wünsch, du jodelst wieder mal nur ganz für mich allein. Und wer die kennt, der nennt die Naturtalent für gute Laune. Und wer die mag, der sagt, du bist den ganzen Tag total gut drauf. Ich denk mir oft, wie's wär, wenn's die mal nimmer gibt. Dass es die immer gibt, denn dann hört die Fröhlichkeit nie auf. Wir sind hier, wir sind die Ola.
hier, wir sind die Ora. Und da draußen auf der Straße, liebe Leute. Ja, wir sind wir, wir sind die Ora. Ja, wir sind lustig für die Polizei. Ja, wir sind wir, wir sind die Ora. Ist es nicht eine Freude, so junge Menschen musizieren zu sehen? Menschen, die musizieren, die können nicht viel Schlechtes machen. Und ich freue mich, ihr seid zum ersten Mal im Stadl, die jungen Zellberger. Zuerst waren die Alten da, die Zellberger. Ne? Das sind ja schon Kreise. Das sind die Jungen. Aber, wie sie mir gesagt haben, weder verwandt noch verschwägert. Hat der eine gesagt, das ist nicht ganz sicher, weil da drin weiß man nicht, was vorgeht. Bitte, das stimmt? Das habt ihr selber gesagt. Ich darf euch. Komm her zu ihr. Da schau her, ein Fernsehwastel. Danke. Danke. Ja. Macht ihr Gaudi, die Musik? Ja. Wohl? Ja. Also, du teufelst ja ganz schier umeinander da drin, hä? Ja, ja, ja. Den wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr hergeben jetzt, gell? Nein. Eben. Also, die jungen Zellberger, gratuliere euch, wunderbar gemacht. Die Angela Wiedl war schon so oft bei uns im Stall jetzt und noch nie, hat sie gesagt, habe ich einen Fernsehwastel gekriegt. Ich darf das heute ganz offiziell tun. Merkt ihr das? Das ist vorn, das ist hinten. Aber er gehört dir. Ja, weit. Also, ich muss dir sagen, du schaust bezaubernd aus. Wirklich wahr. Lass mich einen Rundgang machen. Ja. Übrigens, ein schönes, ist ein sehr, sehr schönes Lied. Wer ist denn der Leo? Dein Mann heißt Walter, der Walter, das weiß ich. Ja. Das ist der Willi, wer ist denn der Leo? Ja, das ist so, auf dem Papa, auf dem, seine Mama, auf Willi, reimt sich halt so schlecht ein Lied und jetzt haben wir halt einen Leo gefunden. Das ist halt ausnahmsweise mal der Leo, aber er heißt Willi. Willi, du gehst mit der Milli, das kann man zum Beispiel. Ja, das kann man. Papa, ja. Zum ersten Mal seid ihr miteinander bei uns im Stadl. Ich weiß von meiner Mutter, die lebt nicht mehr, wie sie stolz war, wie sie gesehen hat. Ihr Bub ist ein bisschen raufgerutscht. Ich glaube, dir geht's nicht anders. Ja, man ist, wenn man so eine Tochter hat mit dieser Stimme, dann ist man einfach wahnsinnig stolz. Sie hat ja bei euch angefangen zum Singen in eurer Gruppe. Ihr macht ja, das darf man nicht vergessen, ihr macht ja nicht mehr nur wunderschöne, echte Volksmusik, so richtige. Ein Dreigesang und echte, ja, Volksmusik auch. Ja. Und das ist einfach traumhaft. Und sie ist damit eingestiegen, also, und passt wer wunderbar sie? Zu der Angela. Die Angela, ja, freilich. Ja. Hey, wie redest denn du mit deiner Tochter? Sie, ja, das darf also, nicht. Ich darf das schon. Ah, du schon? Ja, ich, ja, ganz klar. Da fragen wir gar nicht lang. Ich bedanke mich bei euch beiden, bitte, dass ihr gekommen seid. Hegen und pflegen, denk immer an mich. Walti, denk immer an dich. Und ich würde sagen, der Applaus, der jetzt kommt, der gilt euch beiden. Dem Willi und der Angela. Danke. Willi. In der letzten Sendung vor der Sommerpause, da waren wir in Innsbruck. Und in Innsbruck, Sie wissen, bei unserem kleinen Telefonspiel, da ging es damals wiederum um einen Hörer aus der Zuschauer aus der Tschechoslowakei. Und Miroslav Stajskal, er ist heute hier. Er war der große Gewinner. Guten Abend und danke. Herzlich willkommen. Ja, danke. Ich darf ihm ein bisschen helfen, er spricht nicht so gut Deutsch, er kommt aus Brno, aus Brünn. Ich kann mich erinnern, da ist immer ein starker Radio- und Mittelwellensender gewesen. Ja. Ja. Er arbeitet in einer Traktorenfabrik und jetzt kommt das Raffinierte. Er hat sich mit seinen Kollegen abgesprochen, sollte die Tschechei drankommen, dann werden sie alle sofort telefonieren. Ihr habt das gemacht? Ja, wir haben das geplant und ich habe gewonnen. Der große Sieger aus Brno. Ja, naja. Jetzt haben wir ein bisschen was gesehen von Hof. Hm? Sie wissen, wir laden jeden Gewinner ein. Hm? Was kann man sagen über Hof? Ja,
Wir haben heute Vormittag die ganze alte Stadt, Altstadt gesehen. Ja, das war zu Fuß ganz prima. Habt ihr Bier auch gekostet? Ja, nur wenig. Nur wenig? Hm? Ihr habt in der Tschechei auch ein gutes Bier, aber ja, hier haben wir 5 Brauereien im Hof. Ja, ich habe alle durchprobiert mit meinem Team. Sehr gut, muss ich sagen. Ein kleiner Blick war auch hinter die Stadelkulissen. Viel ja. Technik. Hm? Ja. Nette Leute, alles schön. Doch, kann man schon sagen. Hm? Man sieht ja bei euch in der Tschechoslowakei auch den Musikantenstall, haben Sie mir erzählt. Vielleicht später. Momentan nicht. Naja. Nein, jetzt haben wir uns ein bisschen missverstanden. In der Tschechei schauen viele Leute den Musikantenstall zu. Ich habe gedacht, ähnliche Sendungen gibt es momentan nur wenige, aber viele Leute aus Brno sehen diese Sendung. Wollen Sie Ihre Arbeitskollegen ein bisschen grüßen in Tschechisch? Ja, alle Kollegen und Freunde. Sag's in Tschechien, in Tschechisch. Ja. Hallo, Přátelé. Das ist Freunde. Přátelé, ja. Auch Freunde aus Grima, das ist sächsische Stadt. Ja, sag's nur, sag's in Tschechisch. Auch. Grimale. Auch schöne Grüße. Also, gut. Hm? Jetzt machen wir unser Heute sehen Sie der Glücksbringer. Ich darf Ihnen sagen, liebe Zuschauer, wir werden Ihnen wieder die Länder präsentieren, also einmal unsere 3 Eurovisionsländer, Österreich, Deutschland, Schweiz. Und da teilen wir wieder auf die Bundesländer oder auf die Kantone. Und diesen Kanton oder dieses Bundesland, das gezogen wird, nur von dort sollten Sie dann eine Telefonnummer anrufen, die ich Ihnen dann gebe. Österreich zum Beispiel hat 9 Bundesländer, die Schweiz 26 Kantone. 26, was man hat, hat man. Deutschland 16 Bundesländer. Und dann haben wir noch die Nachbarn dazugenommen, denn wir werden ja via Satellit wirklich in ganz Europa gesehen. Polen, die Tschechische Republik, die Slowakische Republik, Ungarn, Slowenien, Italien, Liechtenstein, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande und Dänemark. Und Herr Steiskal, ich würde sagen, probieren wir es. Ja. Nicht hinschauen, etwas. Ganz neutral. Etwas. Schauen Sie mir in die Augen. Mhm. Solche Augen können nichts Falsches tun. Ah ja, Brandenburg haben wir gezogen. Liebe Zuschauer in Brandenburg. Rufen Sie uns bitte an, hier in Hof. Aber nur die Zuschauer bitte aus Brandenburg. Die Telefonnummer ist 092 81, die Vorwahl, und dann 76 62 75. 092 21 76 62 75. Bitte nur die Zuschauer aus Brandenburg. So, das legen wir gleich einmal herein. Jetzt, natürlich hat er auch die Gemahlin mitgenommen. Kommt nur her zu mir. Danke. Liebe Frau Steiskal, auch Ihnen ein Blumengruß aus dem Stadl. Dankeschön, dass Sie mit Ihrem Mann gekommen sind. Und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Und für Sie als kleine Erinnerung einen Fernsehmastel und ein herzliches Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Dankeschön. Dankeschön. Bleibt bei mir da. Unsere nächsten musikalischen Gäste, die kommen aus der Steiermark, aus Murau. Das ist ein sympathischer Ort, so an der Grenze zu Salzburg. Waren Sie schon einmal in der Steiermark? Nein. Ja. In der Steiermark? Ja. Ich habe viele Länder gesehen. Aha. Hm? Aha. Nur kurz. Kurz. Ist egal, aber Hauptsache man war da. Hm? Und die 2 sympathischen Sänger, die haben ja ihre Lieder immer für andere geschrieben, bis sie draufgekommen sind. Sie haben ja selber wunderbare Stimmen. Sie sind heute bei uns hier, kurz vor ihrer großen Tournee durch insgesamt 50 Städte in Deutschland und in Österreich. Am 6. Oktober ist der Tourneebeginn. Sie sind zum Beispiel am 11. Oktober in Berlin, am 27. Oktober hier in der Freiheitshalle in Hof, am 29.10. zum Beispiel in München und am 12.12. in Wien. Ich habe jetzt keine Reklame gemacht. Ein bisschen Werbung heute, aber kann ja nicht schaden. Ich freue mich, dass Sie da sind. Brunner und Brunner!
lang ich hier schon warte, das weiß ich nicht genau. Auf einmal geht es weiter, so Schritt für Schritt zu dir. Ich spüre schon von Weitem nur deine Liebe. Wenn du mich in die Arme nimmst und dabei das Gleiche fühlst, wenn du mir in die Augen siehst, über all den Wolken schwebst, wenn du mich in die Arme nimmst, kann mir gar nichts mehr geschehen. Sag, es ist für immer, ich lass dich nimmer, nie mehr allein. Dein Haar streift meine Wange und dein Mund, der sucht nach mir. Die Straßenleuchtreklame verspielt ihr Licht auf dir. Wir fallen sanft zu Boden und jeder weiß, was kommt. Wir liegen eng umschlungen und spüren das Leben. Wenn du mich in die Arme nimmst und dabei das Gleiche fühlst, wenn du mir in die Augen siehst, über all den Wolken schwebst, wenn du mich in die Arme nimmst, kann mir gar nichts mehr geschehen. Sag, es ist für immer, ich lass dich nimmer, nie mehr allein. Auf mir wie Seide, du, es war noch nie so schön. Wir hören unsere Herzen, bleib doch einfach nur so lieb. Wir treiben durch Gefühle und wir spüren so viel dabei. Heute Nacht gibt's nur uns zwei. Wenn du mich in die Arme nimmst und dabei das Gleiche fühlst, wenn du mir in die Augen siehst, über all den Wolken schwebst, wenn du mich in die Arme nimmst, kann mir gar nichts mehr geschehen. Sag, es ist für immer, ich lass dich nimmer, nie mehr allein. Was wäre ein Stadl ohne einer zünftigen Blasmusik? Bei der Blasmusik ist es was Besonderes. Erstens einmal kommen Sie aus Einring in Bayern, das ist in der Nähe von Salzburg, Freilassing. Das zweite ist, Sie machen wunderbare Musik. Und das dritte,
es ist so viel Jugend dabei, vor allen Dingen viele Mädchen. Den Fernsehbastel, den lasse ich gleich einmal bei dir, weil ich habe schon oft einen wieder mitgenommen, verstehst du, vor lauter Vergesslichkeit. Da fangen wir schon mal an mit der Marke Dendre, mit dem ersten Mädchen. Da ist, das ist kein Mädchen. Ja, auch nicht, aber jetzt fängt es an. Jetzt fängt es an. Schauen Sie noch mal um. Und da steht der Mann, der Matthias Wiesbacher, der das geschafft hat. Was macht man eigentlich, um die Jugend zur Blasmusik zu bringen? Das ist ja in der heutigen Zeit ja nicht mehr so einfach. Nicht, nein, aber bei uns ist es halt doch noch ein bisschen anders. Wir sind noch immer in einem Dorf und da haben wir halt die Möglichkeiten, weil jeder den anderen kennt und dann redet man untereinander und dann fragt man den einen oder anderen, ob er zur Musik gehen möchte. Und so komme ich halt zu den vier jungen Leuten. Ja, ich muss schon dazu sagen, ich habe natürlich auch mit den Mädels geredet, haben gesagt, bei dem Kapellmeister kann man nicht Nein sagen, gell Matthias? Ja, 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 genau so ist es. Ich würde sagen, wir hören uns ja gleich wieder. Ich möchte jetzt nur die Parade weitermachen, damit Sie ja jedes Madel einzeln sehen. Beim Lochen, allein beim Lochen sind Sie schon so lieb. Schaut das an. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ach, wie sie mich anschaut. Das ist ja ganz eine Liebe. Ja? Nein. Und so weiter. Macht Spaß, Musik machen? Ja. Wie lange bist du denn schon dabei? In 3 Jahren. 3 Jahre? Ja. Ja. Wirklich, ein fescher Kapellmeister, gell? Ja. Der Schnauzer. Dir macht es auch Spaß? Ja. Gut. Ist gut. Also, da haben wir die zweite Marketing drin. Da in dem Fassel ist der Schnaps drinnen, gell, für alle Fälle. Freilich. Ja, ja. Wir trinken. Ja, Entschuldigung, wir trinken natürlich keinen. So. Jetzt habe ich ein kleines Präsent für euch noch. Dort war es der Fernsehwastel. Hier haben wir die neue Stadelpost. Sie wissen, das ist unser Magazin. Da gibt es alles Wissenswerte und sehr, sehr viel Wissenswerte, sogar über die Welt der Volksmusik, des volkstümlichen Schlagers. Der Peter Alexander feiert 50-jähriges Bühnenjubiläum und die Stefanie Hertl ist drinnen und. Gibt es in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, an jedem Kiosk. Das erste Exemplar ist, ich überreiche es dir. Dankeschön. Du bist stolz, gell? Ja, ganz jawohl. Stolz. Jawohl. Jetzt wollen wir wieder Musik erleben. Wir haben ja jetzt gerade das Oktoberfest, wir haben den Cannstätter Wasen. Das sind ja die zwei großen Feste in Deutschland. Da geht es natürlich auf. Wir machen es so gemütlich, Sie können ein bisschen schunkeln, Sie können mitklatschen. Wir machen eine gemütliche Stadtreise durch die Schweiz, durch Deutschland und durch Österreich. Und ich würde sagen, Herr Kapellmeister, packen wir's! Thank you.
schön, wenn man so eine zünftige, wenn man so eine zünftige Musik hat. Das war so, wie gesagt, die Musikkapelle Einring bei Freilassing. Na ja, jetzt haben wir schöne Musik gehört. Jetzt wollen wir Ihnen schöne Bilder zeigen, hier aus Hof. Aus Hof, aus der Region. Ich kann mich erinnern, ich war in dieser Halle schon, glaube ich, 10-mal mit Veranstaltungen. Und da war ja früher, von hier weg ungefähr 2-3 Kilometer, war die Mauer. Und Hof lag eigentlich, wie man so schön gesagt hat, am Ende der Welt. Es war eigentlich damals, wie soll ich denn sagen, eine richtig düstere Stimmung hier in Hof. Es hat sich vollkommen gewandelt. Ich möchte gar nicht viel reden jetzt. Schauen wir ein bisschen hinein in die wunderschöne Gegend, in die herbstliche Stimmung von Hof an der Saale. Liebe Zuschauer zu Hause und liebe Gäste, einer strahlt natürlich bei so einem Film ganz besonders, der Oberbürgermeister Dieter Töhler. Ich glaube, ich habe nicht so viel gesagt, wenn ich gesagt habe, es war eine graue Mausstimmung hier, aber das hat sich eigentlich total gewandelt. Heute strahlt man, heute ist man optimistisch. Gott sei Dank sind die alten Zeiten vorbei. Die Trennung durch die Mauer, die Abriegelung der Gegend. Jetzt können wir zu allen Nachbarn, nach Norden, nach Westen. Wir können nach Böhmen, nach Sachsen, nach Thüringen, können uns wieder in alle Richtungen bewegen. Und das ist doch wichtig und schön. Das ist ein Gefühl, glaube ich. Das, ja. Wenn man so die Gegend sieht und wenn ich jetzt sage, ich komme als Fremder her, wo schon zehnmal da war, stimmt das nicht. Aber der Eindruck ist, es ist viel, viel Landschaft hier. Nicht nur im Ort, auch draußen. Man hat die frische Luft, man kann genießen. Es tut sich immer wieder was, speziell am kulturellen Sektor. Da seid ihr überhaupt ganz, ganz stolz drauf. Also die schöne Landschaft haben wir schon immer gehabt. Jetzt ist noch ein wenig was dazugekommen. Die böhmischen Bäder in der Nachbarschaft, ja. Das Erzgebirge, ich hab's gesagt, das Vogtland. Kulturell sind wir schon stolz.
Wir sind eine Stadt mit einem eigenen Theater. Ja, gleich. Jetzt. 200 Meter daneben. Gestern war ja große Premiere. Gestern war Premiere. Ja, ich war Erfolg? Dort. War Bombenerfolg. Ah, schau, da sehen wir, ja, wie es ausschaut, dieses Haus. Es ist sehr, sehr moderne Architektur. Gelungene moderne Architektur. Gestern haben wir gespielt Ein Maskenball von Verdi. Ja. Große, große Geschichte. Heute ist Gala-Premiere noch einmal. Schön. Wir haben ein Symphonieorchester, wir haben ein Museum, wir haben die Filmtage. Sie wissen, die internationalen Filmtage. Trifft sich die Filmwelt. Alles, was Rang und Namen hat im deutschen Film, trifft sich Ende Oktober in Hof. Eine feine Sache. Also die Kulturstadt in Oberfranken sind wir schon. Ihr habt ja mal viele Brauereien da gehabt, jetzt habt ihr nur mehr 5, sind die anderen weggesoffen worden? Naja, Sie wissen es ja. Ja, gesoffen haben wir auch schon, wenn es recht war, weil das ein gutes Bier, ja. So für Bier, ein feines Bier. Jetzt haben wir noch 5 Brauereien, wie es halt so ist, die Großen schlucken die Kleinen. Ja. Aber wir sind stolz auf unser Hofer Bier, auf unsere Hofer Wurst. Mhm. Und morgen startet ja wieder was Besonderes, auch eine Spezialität für auch, Hof. Kann man sagen, der Hofer Herbstmarkt ist morgen. Hof ist das Einkaufszentrum der Region. Man kann schon sagen, ein großstädtisches Angebot. Morgen sind die Geschäfte offen, die Straßen sind voll, die Besucher kommen nicht nur aus Hof, aus der ganzen Region, aus der Umgebung. Ich hoffe, dass das Wetter passt. Dann haben wir unseren Spaß morgen. Ist in Ordnung. Ich bedanke mich sehr herzlich. Dieser Fernsehwastel gehört für Sie. Es ist der erste. Oh. Hoffentlich bleibt es nicht der zweite. Die Jausen, weiß ich, ist für mich. Die packen wir dann miteinander. Ich bedanke mich sehr herzlich. Wünsche Ihnen für alles, was Sie vorhaben in Ihrer Stadt, toi, toi, toi. Dankeschön, Herr Oberbürgermeister. Dankeschön, Herr Moik. Und seine Band. Und das Trompetenecho heute mal in einer etwas veränderten Form. Das hat einen Grund. Dieser junge Mann mit seinem Orchester wird 25 Jahre oder vielmehr ist. Happy Birthday, die Band und den Kapellmeister. Gratuliere, Wolfgang, 25 Jahre okay. Ein Orchester zu haben, ist ja nicht die einfachste Sache. Aber danke. Also, wenn Sie jetzt sehen, das erste Bild vom Wolfgang Lindner, da sitzt er in einem Luxusfahrzeug, ist 1 Jahr alt und schauen Sie sich die Position an. Er hat damals schon gemerkt, ich werde Dirigent. Richtig, ich habe mir das immer vorgenommen und ich glaube, es ist geglückt. Also, nach dem Musikanten, kannst du tanzen? Überhaupt nicht, nein. Gut, das wollte ich nur wissen. Der Kapellmeister kann doch nicht tanzen. Weder der Max Greger noch der Hugo Strasser, James Lars, keiner. Aber Musikanten, die wollen Musik machen, das steht ihnen viel besser als reden. Und ich würde sagen, Wolfgang, wir schauen einen kleinen Querschnitt durch die 25 Jahre. Alles haben wir nicht gekriegt an Rechten. Harry Belafonte haben wir die Rechte nicht gekriegt. Er hat mit vielen Stars zusammengearbeitet. Ihr wart auch lange Jahre das Begleitorchester des russischen Nationalzirkus. Und das ist eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt. Weißt du was, reden wir nicht viel. Schau mal rein unter dem Motto 25 Jahre Wolfgang Lindner und seine Band. Ah, da hat er Tempo drauf gehabt, mein Lieber. Die österreichische Jodlerkönigin Herlinde, die hat er sich dann gleich zur Frau genommen. Na, den kennen Sie sicher. Toni Christi. Das war der große Erfolg. Der Sieg des Grand Prix der Volksmusik. Wolfgang Lindner und Walter Schwanzer, die Komponisten dieser Melodie. Das war für mich damals sogar zum Heulen.
Ein schöner Erfolg. Orchester Wolfgang Linter, Max Greger, die Moonlight Serenade. Oh, fein. Paul. Das klingt Wolfgang Lindner und seine Band. Hier erleben Sie Wolfgang mit seinem Lieblingsinstrument, mit der Klarinette. Wolfgang, da haben wir ein paar Kilo zugenommen, gell? Ja, 3-4 Kilo waren es, glaube ich, mehr. Ein bisschen was darf's er haben. Und ein großer Bandleader war auch dabei. Nur er hat nicht Klarinette gespielt, sondern gesungen. Hugo Strasser. Wer die Zeit vergeht, ja. Stund um Stund verweht. Da hast recht, Hugo. Wer die Zukunft schnell kürzer wird. Ja. Auch wie die Wellen, leise schlagen. Auch sie gehört dazu. An den Strand von Tower Mina. Lolita. Hörte ich ihn leise sagen. Geh nicht fort und bleibe da. Tiritomba, 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 singen wir bis morgen früh. Tiritomba. Na Wolfgang, wo schauen wir denn hin? Ein großer Freund des Stadels und von Wolfgang Lindner. Aus Amerika. Da ist er. Trini Lopez. And I've got a song to sing all over this land. It's the hammer of justice. It's the bell of freedom. It's the song about love between my brothers and my sisters. Ah, all over this land. Eine der ganz großen, Katharina Valente. Die Botschafter Südamerikas, Los Paraguayos. Auch die waren mit Wolfgang Lindner zusammen. Nació de mí, de la esperanza. Are you ready, boys? Natürlich. Give me love. Der Wirbelwind aus Norwegen. Weiß ich gleich in jeder Apfel, wer könnte sauer sein? Denn auf rote Apfelbecher fällt man leicht herein. Ja, 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 es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nein, 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 es gibt auch guter Schein. Oh, Maestro, go. Thank you. Das war in Florida die Begegnung Wolfgang Lindner mit einem großen, mit El Latino. I cantore vuole melancolia che io te vengo a cor. Ich weiß es gar so manches Mal nach einem Hoch manch tiefes Tal. Auch eine Legende. Kann schüchtern und verlegen sein. Und wird sogar noch rot. Wollen Sie einen Athleten, einen flotten Sportler? In puncto Liebe bin ich Weltrekordler. Fragen Sie die Herren von der Kapelle. Schönes Erlebnis, gell, Wolfgang? Ich bin ein Mann,
für alle Fälle. Ja, ein schönes Erlebnis. Ja, wunderschön, dein 60er. So ist es. So begeistert die Wolfgang Linder Band und ihr Chor. Wolfgang Lindner, jetzt erleben Sie ihn hier in Hof an der Saale, live, die Wolfgang Lindner Band. Liebe, 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 Lieb
Auf das warst du nicht vorbereitet, was? So, hoppla. Liebe Zuschauer, liebe Gäste, jetzt hat sich der Chor vermehrt. Aber ich möchte Ihnen damit eigentlich die Chormitglieder vorstellen, die in den 25 Jahren mit dabei sind. Margret Almer hat eigentlich ihre Karriere im Stadl begonnen und heute bist du Solistin auf dem Weg nach oben. Das stimmt, also das war mein Sprungbrett, die Wolfgang Lindner Band. Also, darf ich dir ein paar Blumen überreichen? Danke, Karl. Dankeschön fürs Kommen. Du bist heute zum ersten Mal mit dabei. Ist das jetzt normal, dass das so reinigt? Das muss ja kitzeln. Oder kann man das wegtun? Das kann man auch wegtun. Darf ich ohne sexuelle Belästigung das wegtun? Hufti, schon wieder da. Also, auch für dich ein paar Blumen. Vielen und Dank. Viel toi 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 für dich bei der Wolfgang Lindner Band. Herzlich willkommen. So, Inge, du bist 3 Jahre mit dabei. Die Herren, die vernachlässigen wir heute ein bisschen, gell? Auch du bist ja lange Zeit dabei gewesen bei der Lindner Band. Noch nicht, 2 Mal erst. Ja, ist schon lang. Ja. Beim Wolfgang Lindner, das ist schon lang. Ja. Gell? Inge, du warst ja zuerst immer mit deiner Schwester unterwegs, ja. Jetzt als Solistin und bei Wolfgang Lindner. Und nachdem du eigentlich immer dabei bist, macht es dir Spaß. Sehr. Spaß. Inge, auch für dich ein paar. Dankeschön. Die Monika lacht, ich weiß, sie war auch 2 Jahre oder 3 Jahre warst du dabei, aber ihr großes Hobby ist Swing, ist Jatzen. Wenn die loslegt, da ist wirklich was los. Was machst du denn zurzeit? Verschiedene Sachen im Studio, auch Popmusik. Ja, das kann ich mir vorstellen bei dir. Gell? Gehst auch noch so auf Tournee mit anderen Bands, also mit so, da ist ja der Wolfgang zurück. Gell? Ja, stimmt. Ja, und der Moik erst recht. Monika, danke schön, dass du gekommen bist. So. Naja, und diese Dame war lange Jahre Österreichs Jodlerkönigin. Das Beste, was wir seit langem gehabt haben, kein Wunder. Wolfgang Lindner hat sie sich zur Ehefrau genommen. 2 Kinder sind heute da und 3, 4 Hunde. Also die Familie kann nicht auf den Hund gehen. Das gibt's nicht. Herr Linde, weiterhin dir, Wolfgang und der Band, viel, viel Erfolg, viel Glück. Der Wolfgang Lindner Chor, Wolfgang Lindner mit seiner Band. Es ist so schön, wenn man ein bisschen jubilieren kann. Aber jetzt, liebe Zuschauer zu Hause, jetzt sollten Sie sich Papier und Bleistift herrichten. Ich sage hier aus Hof an der Saale etwas, was Sie vielleicht schon wissen, aber wir gehen mit dem Stadl nächstes Jahr am 16. Oktober in das Reich der Mitte nach Peking in die verbotene Stadt. Da wollen wir jetzt Ihnen ein bisschen einen Film zeigen und danach kommt ein Shaolin-Mönch mit einem Jungen. Was die zeigen, das muss man einfach erleben. Es ist Shaolin Kung Fu. Kung Fu ist normal eigentlich ein Kampfsport, aber wie es sie zeigen, der kleine Bub mit 5,5 Jahren und der Mönch mit 40 Jahren. Das ist zur Körperertüchtigung und vor allen Dingen auch zum Meditieren. Schauen wir uns jetzt einmal den Film an und dann sage ich Ihnen Telefonnummern, wo Sie anrufen können, wenn Sie mitwollen zum Stadl nach Peking in China am 16. Oktober 1999 mit dem Symbol der Chinesen, mit dem Drachen. Beginnen wir in Hongkong. Hongkong, 7 Millionen Einwohner, eine Bucht voller Dschungen, ein Erlebnis, das man erleben muss, das kann man eigentlich schwer schildern, bei Tag und bei Nacht. Und mit dieser Liebesszene gehen wir rüber nach Guilin. Guilin ist für mich die Märchenwelt, so schaut's aus. Sie fahren mit einem Boot ungefähr 4 Stunden, und genießen eine Traumwelt. Und dort gibt es dann auch eine wunderschöne Tropfsteinhöhle, die alle Stückeln spielt. Hier das Reisfeld, der Reis, eine wichtige Nahrungsquelle für unsere Leute, für unsere Menschen in China, wenn man sich vorstellt, 1,3 Milliarden
Menschen. Sie erleben dort von der modernen Welt bis hin zum Volksgut, zum Volksbrauch alles. Und auch in China lacht man, singt man, tanzt man und die chinesischen Mädchen bezirzen die Männer. Das ist das chinesische Brot. Na? Er lacht. Es ist eine für uns interessante Welt, eine neue Welt. Es ist eine völlig andere Kultur. Und ich muss schon sagen, ich bin stolz, dass wir eingeladen worden sind, nach China zu kommen. Und hier, wer kennt sie nicht, diese Stadt, Shanghai. Und das ist ein Schattenboxen, da sieht man am Morgen hunderte von Menschen. Und hier wieder bei einer Hochzeit, der Drache, die Symbolfigur der Chinesen. Und auch in China wird geheiratet. Naja, eines der Wahrzeichen, die chinesische Mauer, über 6000 Kilometer lang und über 40 Jahre hat man daran gebaut. Man muss dort gewesen sein, man muss draufgestanden sein, um zu fühlen, um zu merken, welch gigantisches Bauwerk das ist. Langsam aber sicher kommen wir jetzt nach Peking, in die verbotene Stadt. Und als letztes Bild sehen Sie dann den Platz, da reibt man, um Glück zu haben, wirft Geld, um wiederzukommen. Und als letztes Bild werden Sie dann erleben, den Platz, wo am 16. Oktober 1999 der Stadel Open Air stattfinden wird. In der verbotenen Stadt in Peking. Hier hat der Kaiser gethront. Und hier ist der Platz, 16. Oktober in Peking. Und wie gesagt, jetzt begrüßen wir mit einem wirklich schönen Applaus unseren Shaolin, unseren Shaolin-Mönch. Herzlich willkommen. Thank you.
Chie. Das heißt Dankeschön und ich scheine, Sie haben es verstanden. Das ist der Meister, der Shaolin-Mönch, 40 Jahre. Shi De Cheng. Mönch kann man werden ab 18. Er ist noch der Lehrling. Er ist 5,5 Jahre. Shami Chang Luin. Während der Proben, ich habe ihn nie lachen gesehen. Erst heute Vormittag, da hat ihm jemand einen Luftballon geschenkt und da hat er gelacht. Ich versuche jetzt, er weiß nicht, was er jetzt kriegt, vielleicht lacht er. Warte, bitte. Warte, bitte. Er lacht. Gott sei Dank. So, jetzt will er mal was sagen. 亲爱的卡尔先生，衷心欢迎您和您的音乐会明年到中国北京，祝你成功。 Ich habe alles verstanden. Danke schön. Thank you very much. Er hat uns eingeladen, ganz offiziell, nach China, nach Peking. Wie gesagt, am 16. Oktober ist es dann soweit. Jetzt hat er sogar ein bisschen gelacht. Ja. Ja. Bisschen. Was heißt lachen? Lachen? Lachen. Ja, ja, jetzt so wieder. Also, ich danke euch. Bitte schön, nehmt Platz. So, liebe Freunde zu Hause, und jetzt die versprochenen Telefonnummern. Wenn Sie da jetzt anrufen, können Sie Unterlagen bekommen, können sich ausreden, wenn Sie mitfahren wollen zu unserem Musikantenstadl am 16. Oktober 1999 in der verbotenen Stadt in Peking in China. Für Deutschland rufen Sie bitte 0821 31 27 41. Für Deutschland 0821 die Vorwahl und dann 31 27 41. Unsere Nachbarn, die können uns natürlich genauso anrufen in den jeweiligen Studios, kein Problem. Für die Schweiz wählen Sie bitte 0848 die Vorwahl 82 11 11. 0848 82 11 11. Und in Österreich rufen Sie bitte 0316 58 35 90. 0316 58 35 90. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen im Reich der Mitte beim Musikantenstadl in China, in Peking, in der verbotenen Stadt am 16. Oktober 1999. Ein Erlebnis für uns. Ein Riesenerlebnis. Jetzt möchte ich Ihnen eine junge Dame ankündigen, die ich eigentlich bei unserem legendären Stadl am 17. Dezember 1989, also gleich nach dem Fall der Mauer, in Cottbus kennengelernt habe. Das war unsere erste große Eurovision-Sendung mit der Schweiz, mit Westdeutschland, mit Österreich und damals noch mit dem DDR-Fernsehteam. Es haben sich zwischen unserem Team und den DDR-Leuten große Freundschaften gebildet, die es heute noch gibt. Und damals war sie dabei, so ein kleines Bauchsal mit ihrem Vater, und sie hat Jodelunterricht bekommen von ihrem Vater. Inzwischen ist sie eine wunderschöne junge Dame mit viel Charme, mit einer traumhaften Stimme, ein herziges Dirndl. Hier ist sie, Stephanie Hertel. Sie mal im Schatten steht. Ich hab die Sonne.
siehst, ich bin gut drauf, heute reißen wir die Wahl genau. Soll's doch regnen oder schneien, ich nehm alles, wie es ist. So schlimm kann's doch gar nicht sein, wenn man eines nicht vergisst. Ein bunter Zirkus, das ist die Welt, und jeder ist doch mal
Sag nochmal, ich liebe dich. Sag es mit Gefühl. Schau mir in die Augen. Sag, es war kein Spiel. Sag nochmal, ich liebe dich. Ich kann nichts dafür. Du kannst hier nicht bleiben. Du gehörst nicht mir. Draußen wird es morgen Zeit für dich zu gehen. Mach dir keine Sorgen. Ich kann dich verstehen. Du gehst zu dem anderen. Fällt es mir auch schwer. Ich muss an dich denken, denn du fehlst mir sehr. Sag nochmal, ich liebe dich, sag es mit Gefühl. Schau mir in die Augen, sag, es war kein Spiel. Als ich deine Tränen sah, habe ich gespürt, was es heißt zu lieben, wenn man sich verliert. Du musst mich vergessen, sagtest du zu mir. Dann bist du gegangen, leise wie die Tür. Ich hab dich verloren. Was wird morgen sein? Sag nochmal, ich liebe dich. Sag es mit Gefühl. Schau mir in die Augen. Sag, es war kein Spiel. Sag nochmal, ich liebe dich. Dafür. Du kannst hier nicht bleiben, du gehörst nicht mir. Du kannst hier nicht bleiben, du gehörst nicht mir. Ich glaube, Sie sind mit mir einer Meinung, das waren jetzt zwei wunderschöne Melodien. Einmal das Nockalm-Quintett, heute im Stadl zum ersten Mal und für die weitere Zeit zu sechst. Und vorher Felice mit dem Männerchor Hof Moschendorf. Felice heute als Solist, er ist normal Trompeter beim Orchester Hugo Strasser. Und Hugo, falls du nicht auf der Wiese bist, sondern uns zuschaust, schöne Grüße von Hof an der Saale. Zum Nockalm-Quintett oder Sextett komme ich jetzt gleich. Vorher möchte ich dieses Redaktionsteam wieder mal vorstellen mit Jean-Marc Richard. Es ist das Team der französischen Schweiz, die seit heuer mit dabei sind. Die Zuschauer in der französischen Schweiz, die ja getrennt sind vom deutschsprachigen Fernsehen, die haben sich gewünscht, dass der Stadl auch bei Ihnen übertragen wird. Und Jean-Marc moderiert das in Französisch. Jean-Marc, ich würde sagen, sag den Zuschauern, deinen Zuschauern, liebe, herzliche Grüße von uns hier aus Hof in die französische Schweiz, nach Frankreich und so weiter. Danke vielmals. Dankeschön. Jetzt sehen Sie hier zwei goldene Schallplatten. Sie gehören dem Nockalm-Quintett. Die eine für den Titel, den Sie eben gehört haben, sag noch einmal, ich liebe dich.
Diesen Titel haben Sie voriges Jahr im Herbst rausgebracht und damit gleich einmal in Österreich 25.000 Platten an den Mann oder an die Frau gebracht. Bei dem nächsten Titel, den Sie nun hören, Der Himmel spielte Hollywood, da ist doch viel schneller gegangen. In 3 Wochen gab's Gold. Das heißt wiederum 25.000 Exemplare in Österreich. Ich glaube, wir gratulieren mit einem Riesenapplaus. Das Nockerl findet zu selbst. Rand, fühlte mich schlecht, hilflos und ausgebrannt, da sah ich sie im Starlight. Gleich neben mir, da blieb ihr Wagen stehen, sie fragte nur, hey, wohin soll es gehen? Sie war der Stern im Starlight. Stieg ich ein wie im Trance und gab dem Glück eine Chance. Dann wollten wir allein durch diese Nacht. Und der Himmel spielte Hollywood, denn ich fühlte wie James Dean. In den Herzen ging der Vorhang auf für den schönsten Liebesfilm. Der Himmel spielte Hollywood, es war keine Fantasie, denn ein Engel aus den Sternen führte für uns Regie. Ich küsste sie, so wie ein Kinoheld, sie war der Star, in meiner Zauberwelt, nur noch wir zwei im Starlight. Casablanca und mehr liebten wir uns viel zu sehr. Und dieser Film wird nie zu Ende gehen. Und der Himmel spielte Hollywood, denn ich fühlte wie James Dean. In den Herzen ging der Vorhang auf für den schönsten Liebesfilm. Der Himmel spielte Hollywood, es war keine Fantasie, denn ein Engel aus den Sternen führte für uns Regie. Und der Himmel spielte Hollywood, denn ich fühlte wie James Dean. In den Herzen ging der Vorhang auf für den schönsten Liebesfilm. Und der Himmel spielte Hollywood, es war keine Fantasie, denn ein Engel aus den Sternen führte für uns Regie. Ah, da kommt schon Freude auf. Das Nockerl-Quintett, wie gesagt, ab heute zu sechst. Und ich bin jetzt nicht mit Hollywood verbunden, sondern mit Frau Manuela Brandt in Karstädt in Brandenburg. Hallo Manuela. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag ist ein bisschen übertrieben. Bei uns ist es schon finster. Wie ist es denn bei euch? Lassen Sie sich nicht rausbringen. Schön, dass Sie da sind. Sie sind die Glückliche von Hunderten, was heißt von Tausenden von Anrufen. Sie sind durchgekommen. Frage, was machen Sie denn am 14. November? Das ist ein Samstag. Da wollte ich zu Ihnen. Ach so? Ja. Ist in Ordnung. Waren Sie schon einmal in der Steiermark? Nein. Aha.
Das erste Mal? Das erste Mal. Muss immer mal das erste Mal sein. Wir sind am 14. November in Bad Gleichenberg. Das ist ein traumhafter Kurort in der Steiermark, schon zur Grenze von Slowenien hin. Und da sollten Sie ein paar Tage hinkommen, die Umgebung genießen, den Stadel genießen, vor den Kulissen, hinter den Kulissen, einen Blumenstrauß und einen Wast abholen. Wäre das ein Vorschlag? Das wäre ganz toll. Wow, gut. Wahnsinn. Ihre Stimme klingt sehr jung. Ja. 28, ja. Nein. Gut, Sie haben es von selber verraten. Nächste indiskrete Frage. Mit wem kommen Sie denn? Mit dem Herrn Gemahl, oder? Nein, entweder mit meiner Oma oder mit meiner Mama. Verstehe schon. Jedenfalls, Frau Manuela Brandt, herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Reise. Dankeschön, dass Sie angerufen haben. Und noch viel Spaß. Jetzt wird sicherlich ein Bier oder ein Wein oder irgendwas aufgemacht. Na klar. Danke. Na klar, servus. Tschüss. Tschüss. Freunde, gleich Musik drauf. Unser Finale mit allen mitwirkenden volkstümlichen Hits aus dem Jahre 1990. Juche auf der hohen Neu, Juche auf der niederen Neu, Juche auf der hohen Stein, Juche auf der Hell. Juche auf der Hohen,
Es gibt eine alte Weisheit, die lautet, wenn es am schönsten ist, soll man eigentlich Schluss machen. Wenn du den Juchzer dann hörst, dann ist die Spannung weg von allen, von meinen Kollegen vor der Kamera, aber auch von meinen Kollegen hinter der Kamera. Ich möchte mich bei allen bedanken, Kurti Bongartz mit seinem Team. Es ist schön, so eine Sendung zu machen, wie gesagt, mit guten Musikanten und mit einem guten Team. Weiter geht's bei uns. Wir sind am 14. November in Bad Gleichenberg, wie schon erwähnt, in der Steiermark zu Gast mit dem Stadl. Und zu Silvester, also das ist bei uns in Österreich immer am 31. Dezember. Ja, ja, da sind wir in St. Pölten, der Hauptstadt Niederösterreichs, zu Gast. Eine Verabschiedung, die muss zünftig sein, besonders dann, wenn man so gestanden im Mannsbild haut. Meine Herren, darf ich euch zu mir bitten? Jawohl. Bravo. Sehr. Ja, was denn? Ja, jetzt pass auf, jetzt muss ich euch ein bisschen helfen. Gell? Also, schau, das ist ganz einfach. Jetzt da. Da lachst du, gell? Jetzt muss er das umbinden. Schau dir das an. Hey. Hansi, du bist meiner. Aber ich muss Ihnen nur sagen, das war jetzt so schön. Sie haben sich verneigt in seiner Art und Sie haben einen Handschlag ausgetauscht. Wie es heute gestanden ein Bayer macht. Verstehst du, Hans? So ist es, gell? So, Bayer, Applaus dabei nochmal. Wolfgang, komm. 25 Jahre, wie gesagt, Wolfgang Lindner Band. Natürlich hat sich auch das Team des Stadls ein bisschen was einfallen lassen. Was ist denn? Bist du schon aufgeregt? Bisschen, ja. Ein bisschen. Ja, gehen wir ganz langsam. Ich weiß, du bist schon ein reiferer Herr. Da kann man nicht mehr teufeln. Auf Teufel komm raus. Das weißt du von dir, ne? Ja, natürlich. Wir gehen ganz langsam hierher. Und meine Herren, darf ich euch bitten, wir haben ein ganz kleines Präsent für dich. Es soll dir Freude machen. Ja, wie schaut's denn aus? Ah, die gingen in die andere Richtung. Meine Herren, geht's weiter. Packen wir's. Schau das an. Da haben sie. So, da. Halt das. So, halt das, komm bitte her. Wolfgang, unser gesamtes Stadl-Team hat sich gedacht, du bist ein großer Hundeliebhaber. Jetzt hast du schon mal 3 Hunde, kommst auf einen 4. auch nicht mehr drauf zusammen. Es ist ein ganz, wie alt ist er? 10 Wochen. Schau. Du hast das Wunschen, ein Weiberl, und hier hast du dein Weiberl. Mach ich schon Party rein. Servus, für Gott, Wiederschauen. Burschen, ihr habt die Sache gut gemacht, da kann man gar nichts sagen. Möchtest du auch so einen Hund? Wie ein Papa sagen. Ich könnte es auch ihn fragen, aber ich kann nicht Chinesisch. Jetzt schläft er schon. Jetzt schläft er, so wie es Herrl. So, machen wir noch Servus für Gott und auf Wiedersehen. Oder ist die Maschine kaputt? Was tun wir? Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Normal wäre immer gekommen. Servus für Gott und auf Wiedersehen. Ich weiß jetzt, so ist recht. Servus! Servus für Gott und auf Wiedersehen. Die Musik ist leider jetzt aus. Servus für Gott und auf Wiedersehen, euch allen, wir drehen zu Haus. Servus für Gott und auf Wiedersehen, beschenkt das nächste Mal. Servus für Gott und auf Wiedersehen, wenn die Musik spielt, auch wir im Saal. Servus für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal.
Mir waren heute so gemütlich beim Wein. Die Musik hat gespielt, es war so fein. Wir haben gesungen, getanzt und gelacht. Ans Aufhören, ans Ende hat keiner gedacht. Doch plötzlich zu unserem Verdruss, der Wirt sagt, kommt's Leid, mach mal Schluss. Da haben wir die Gläser geleert und froh uns den Abschied beschert. Ja, Servus, für gut und auf Wiedersehen. Die Musik ist leider jetzt aus. Servus, für gut und auf Wiedersehen. Euch allen hier drin und zu Haus. Servus, für gut und auf Wiedersehen. Bestimmt das nächste Mal. Servus, für gut und auf Wiedersehen. Mit Musik spielt auf jeden Saal. Servus, für gut und auf Wiedersehen. Ganz bestimmt das nächste Mal. Ganz bestimmt das nächste Mal. Juhu! Servus, Wiederschauen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Super, Hansi, du bist einfach super. Muss ich das? Mit Sie haben, geh weiter. Hier zu Kinder. Oh, jetzt zwei. Wenn die Musik spielt auf ihren Saal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen. Ganz bestimmt das nächste Mal.